Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen Samstagmittag. Ich sehe hier gerade eine neue Funktion, die man machen kann, wenn man hier auf Facebook Live ist. Okay, ist jetzt aber zu kompliziert, das zu nutzen. Gut, warum bin ich hier live? Ich möchte mal mit dir darüber sprechen. Raus aus der Hysterie, die da draußen irgendwie gerade herrscht, rein in den Seelenplan, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und zwar, oh, ich sehe ja sogar, wer zugeschaltet ist. Hallo, liebe Julia, schön, dich zu sehen. Und zwar habe ich gestern mal wieder so ganz krass gesehen, der Unterschied. Wenn man so wirklich mit sich alleine ist, so mit seinen eigenen Dingen, mit seinen eigenen Themen, weil wir die ganze Woche ja da auch, ja, mein Mann und ich, unsere Familie überhaupt mit unseren Kindern hier so mehr mit uns alleine sind. Und gestern waren mein Mann und ich ein Tagesseminar in Saarbrücken. Und da waren jetzt wirklich nur Menschen, die sich nicht unbedingt so von dieser Hysterie da draußen anstecken lassen. Hallo, liebe Edeltraut, hallo, lieber Thorsten. die also von ihrem Bewusstsein her schon irgendwo auf einem anderen Stern unterwegs sind, um es mal so auszudrücken. Aber trotzdem war dieses Corona-Thema in den Pausen dann natürlich immer wieder ein Thema. Und ich gucke ja da immer, dass ich mich fernhalte davon, weil ich denke immer, ey, Leute, einatmen, ausatmen, geht vorbei, lasst die Hysterie dort, wo sie ist, hat nichts mit mir zu tun. Aber trotzdem habe ich gemerkt, auch wenn ich es nicht wollte und mich an diesen Themen auch gar nicht so beteiligt hatte, auch beim Mittagessen, wie es doch irgendwo so in meinen Körper reingekommen ist. Weil gestern Abend, als wir dann nach Hause gekommen sind, habe ich zu meinem Mann gesagt, ey, ich bin gerade nur damit beschäftigt, alles wegzuschicken. Hat alles nichts mit mir zu tun. Weg, 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 weg. Weil diese Gespräche, die dann am Mittagstisch gelaufen sind, und ich habe mich da wirklich nicht dran beteiligt, ich war eigentlich nur so der stille Beobachter. Die Frau, die neben mir gehockt hat, die hat mich sogar gefragt, warum bist denn du so ruhig? So kenne ich dich ja gar nicht. Ja. Also ich habe mich nicht an diesen Gesprächen beteiligt, um gar nicht so in Resonanz mit diesen Dingen zu gehen. Und trotzdem habe ich dann gestern Abend gemerkt, wie viel in mein Bewusstsein auf irgendeiner Ebene doch eingedrungen ist und ja, ich irgendwie nicht so wirklich bei mir war. Und ich ja erstmal ganz viel weggeschickt habe wieder, um wieder bei mir anzukommen. Und auch überhaupt, als ich das so am Mittagstisch beim Mittagessen beobachtet habe, habe ich so gedacht, Mensch, wie schön wäre es jetzt, wenn wir uns alle jetzt hier drüber unterhalten würden, über unsere Ziele, statt über irgendwelche Corona-Themen und was weiß ich, was da draußen los ist. Wie schön wäre es, wenn alle jetzt mal berichten würden, über ihre Ziele, was sie dieses Jahr noch erreichen möchten, wo sie hinwollen, was sie entdecken wollen, was sie umsetzen wollen, was ihrem Seelenplan entspricht, ihrer Seelenaufgabe und wie wir gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen könnten und jeder so davon berichten würde, was er sich so vorstellt, was seinem Plan entspricht und, und. Aber da ich ja nicht missionarisch unterwegs bin, habe ich dieses Thema dann auch nicht angeschnitten, sondern habe einfach so als stiller Beobachter da gehockt und ja, genau. Und was da draußen jetzt so gerade los ist, was ich jetzt gestern einfach tagsüber ja da so mitbekommen habe, was mir gar nicht so, ja, unser Sohn hat es mal erzählt, gestern war das, glaube ich, der ist ja auch sportlich aktiv, dass die Sportveranstaltung heute ausfällt, weil der Verband das abgesagt hat und, und. Und
Ich schüttelte einfach nur mal irgendwie den Kopf oder gestern auch beim Mittagessen im Hotel. Wir durften nicht alle zusammen an einem Tisch hocken, sondern mussten uns auf verschiedene Tische verteilen. Maximal zu fünft haben wir, glaube ich, an einem Tisch gehockt. Also ist irgendwie total verrückt. Naja, auf jeden Fall, was macht das denn mit uns oder mit vielen, was ich einfach da draußen beobachte? Oh, danke für die Herzen. Was ich so da draußen beobachte, diese Hysterie, diese Ängste, die da geschürt werden, ob wir wollen oder nicht, auf irgendeine Art und Weise und gerade, wenn wir sehr feinfühlig sind, wenn wir hochsensibel sind oder sensibel sind überhaupt, also eigentlich eine sehr gute Wahrnehmung haben, dann ist so die Gefahr, dass wir diese Dinge in uns aufnehmen, und zwar auf eine Art und Weise, nicht wie ich jetzt zum Beispiel, mir ging das früher sicherlich auch anders, und deshalb möchte ich es mit dir teilen. Ich habe gestern Abend gemerkt, okay, ich habe da heute so viel aufgenommen, was ich gar nicht wollte, ist nicht meins, weg, 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 weg. Und wenn man sich dessen nicht bewusst ist, und deshalb möchte ich mit dir darüber sprechen hier, glaubt man, das ist meines und geht in diesen ganzen Mainstream, in diese Angstenergien, in diese Hysterieenergien und in diesen Wartemodus rein, weil ja auch Veranstaltungen abgesagt werden. Anscheinend werden ja auch die Schulen geschlossen und keine Ahnung, was auch alles. Und Arbeitsplätze werden zu Homeoffice und was weiß ich nicht alles. Und diese Ängste, egal welchen Namen man diesem Kind ja jetzt gibt, das führt ja dazu, dass wir in so eine Starre gehen. Ja, dass gar nichts passiert. Also, dass man selbst, das meine ich damit, ja auch überhaupt nicht weiterkommt, im Gegenteil, sich vielleicht noch so die Geschichte erzählt. Da draußen in der Welt läuft jetzt gar nichts, ist Quarantäne angesagt und Veranstaltungen sind gecancelt und was weiß ich nicht alles. Boah, ich kann jetzt auch nichts machen. Wie wäre es denn, wenn gerade deshalb jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, dich mit deinem Seelenplan, mit deiner Lebensaufgabe, mit den Dingen zu beschäftigen, die genau dich ausmachen, um da draußen eben den Mehrwert zu stiften, gerade in jetzigen Zeiten, den du eigentlich stiften möchtest, den du eigentlich weitergeben möchtest, deine Botschaft eigentlich rausbringen möchtest. Nicht nur, damit du die Botschaft rausbringst und so diesem Helfergehen, was vor allem ja Frauen in erster Linie haben, einen Platz einräumst, sondern eben auch deine Zukunft damit sicherst, damit du eben gerade in solchen Zeiten wie jetzt, wo da draußen scheinbar vieles zusammenbricht, keine Ahnung, was auch immer, damit du da eben auch abgesichert bist, damit du auch, nicht nur du, auch deine Familie, auch deine Kinder, auch finanziell abgesichert bist, weil das ist ja letzten Endes auch das, was daraus dann erfolgt, wenn du dir erlaubst, deine Einzigartigkeit, deine Botschaft daraus zu bringen. Und wie wäre es, wenn genau diese ganze Chance, die da draußen läuft mit diesem Corona-Dings da, wenn das genau deine Chance wäre, jetzt die Zeit zu nutzen, dein Ding zu entdecken? Statt in so eine Starre zu verfallen, weil, wie sagt der Volksmund so schön, es stockte mir, vor Angst stockte mir der Atem oder so irgendwie, ja? Gibt's doch sowas. Ängste sind ja nichts anderes, als dass wir wirklich in so eine Schockstarre versetzt werden. Und wie wäre es, wenn wir uns das mal bewusst machen? Und so nach dem Motto, so, diese Chance nutze ich jetzt, diese Zeit, die ich da jetzt habe, um da wirklich meine Botschaft rauszubringen. Und vor allem, bitte, dazu möchte ich dich vor allem einladen, stell dir immer wieder die Frage, ist das meines? Wenn so die Gedanken aufkommen, mein Gefühl sagt mir, dass ich das und das jetzt nicht machen soll. Spür mal nach, ist das wirklich dein Gefühl? Ist es wirklich deines, was dich als unendlich großes Wesen ausmacht? Oder ist es etwas, das
das du übernommen hast von anderen, weil du eben so hochsensibel bist, weil du eben so wahrnehmend bist, weil du eben so sensibel bist, weil du eben so feinfühlig bist. Weil wenn du ja noch irgendwie so halbwegs da draußen im Berufsleben, am Arbeitsmarkt unterwegs bist oder noch viel, ja, ich sag mal, fast Kontakt so zur Außenwelt hast, weil ich habe das die Woche gemerkt, wir waren ja da kaum irgendwie unterwegs hier und haben da, waren wirklich so unter uns, nicht weil wir, weil es sich halt einfach so ergeben hat. Und das war einfach so krass dann gestern, wo ich mal wieder so unter vielen Menschen war, wie ich gestern Abend wirklich erstaunt war, was ich da aufgenommen habe. Und wenn ich mir dessen dann nicht bewusst gewesen wäre, deshalb teile ich es wirklich mit dir, hätte ich gestern Abend wahrscheinlich auch gedacht, boah, vom Gefühl her ist jetzt gar nicht der richtige Zeitpunkt, irgendwas zu machen. Vom Gefühl her, boah, musst du jetzt erstmal gar nichts machen, darfst du erstmal gar nichts machen. Ja? Aber spür mal hin, wenn diese Gedanken dich beschäftigen, ist es wirklich deins oder sind es die ganzen Ängste und Dinge und Themen, was da draußen gerade abgeht, die du auf eine unbewusste Art und Weise hier in dir aufnimmst. Und dann glaubst, es ist deins, um dann in auch diese Starre zu verfallen und nichts zu machen. Und wieder Lebenszeit zu verlieren. Vielleicht geht es dir ja so, dass du dass da so viele Dinge auch in dir sind, die dir wirklich Spaß machen würden. Und vielleicht bist du ja auch schon nebenbei selbstständig und hast schon so eine so etwas entwickelt, wo du sagst, okay, das würde ich gerne machen, aber dein Angebot wird nicht angenommen oder dann wird es mal angenommen, dann wird es mal nicht angenommen, dann denkst du, okay, jetzt habe ich das eine Ding, dann bietest du es wieder an, dann interessiert sich wieder keiner für, vielleicht bist du ja schon in der Richtung unterwegs oder bist vielleicht wie ich früher mit so einem Bauchladen unterwegs, weil du so vielseitig interessiert bist, wie ich ja letzten Endes auch. Und es läuft einfach nicht so und du hast vielleicht ja, so wenig Einnahmen, dass du selbst gar nicht davon leben kannst, sondern eigentlich froh bist, dass du einen Partner an deiner Seite hast, der dich da irgendwo mitfinanziert oder der die Familie eben ernährt. Aber du würdest gerne da raus und du zerreißt dich letzten Endes auch sogar vielleicht schon für das, was du gerade machst, nebenbei machst. Aber es ist einfach keine runde Sache. Und du steckst Energie rein und Energie rein und fragst dich, Mensch, was ist hier los? Was sind hier jetzt wirklich noch meine Verhinderer? Warum komme ich da einfach nicht weiter? Dann liegt es, und so war das bei mir früher auch, einfach daran, dass so dieses eine Ding, dass da keine Klarheit ist, was genau deine Botschaft ist, was genau dein Ding ist, was genau deinem Seelenplan, so nenne ich es, deiner Lebensaufgabe entspricht. Und da auch alles andere natürlich mit einem Raum haben darf, aber dass die klare Positionierung von dir eben fehlt. Oder wenn du, wie es bei mir ja ganz früher war, am Schreibtisch hockst, im Büro und denkst, boah, was mache ich hier eigentlich? Ist überhaupt nicht mehr mein Ding. Und dann wäre doch jetzt wirklich so der Zeitpunkt, dazu würde ich dich einladen, dir bewusst zu machen, diese ganze Hysterie, was da draußen ist, sich nicht davon anstecken zu lassen, nicht in diese Starre des Abwartens und nichts tun und so weiter zu gehen, sondern dir zu sagen, so, jetzt erst recht, diese Chance nutze ich jetzt, um endlich da rauszukommen, mein Ding zu entdecken, durchzustarten in diesem Jahr. Schau mal, welche Riesenchance da für dich, für deine Familie, für deine Liebsten drin sich verbirgt, wenn du genau mit deinem Ding jetzt dieses Jahr durchstartest. Und wenn da nochmal irgendwelche, keine Ahnung, Pandemien, Krisen, was weiß ich auch immer da draußen ausgerufen werden, das wird jetzt sicherlich nicht die letzte sein, das war nicht die erste, das wird auch nicht die letzte sein und das wird auch wahrscheinlich vielleicht immer so weitergehen.
Vielleicht ist es in 1000 Jahren anders, aber zurzeit ist es einfach so. Ich glaube auch nicht, dass wir noch andere Zeiten in der Richtung hier erleben. Das kannst du da alles in die Welt bringen und tragen, wenn du dir das jetzt erlaubst und nicht in diese Starre dich stecken lässt. Und wie kannst du damit nicht nur dich, auch, sondern auch deine Familie, deine Kinder in eine gewisse Sicherheit bringen, sodass weitere Dinge, die da irgendwie noch kommen, dich aber auch kalt machen, dir nichts ausmachen. Dass du wirklich mit dir und deiner Familie, und das habe ich wirklich die Woche so ganz extrem hier in unserer Familie gemerkt, mit unseren Kindern, wie sehr wir da so in unserer eigenen Welt leben und alle wirklich beobachten da draußen, hey, was geht da ab, was ist da los? Aber es tangiert uns nicht. Wir machen einfach unser eigenes Ding. Nenn es Pippi-Langstrumpf-Mentalität, wie auch immer du das nennen möchtest. Das geht und das kannst du auch tun. Und deshalb wollte ich das jetzt hier einfach mal mit dir teilen, um es dir bewusst zu machen, wie es mir da gestern ging. Und ich glaube, du kannst auch so ein bisschen damit anfangen, was anfangen. Fühl mal in dich hinein. Ja, und stell dir mal die Frage, ist das meines? Ist das wirklich meines? Unser Sohn kam gestern Abend, der, ich meine, der arbeitet ja auch bei mir jetzt mit, aber hat trotzdem auch noch so nebenbei noch einen Job zusätzlich, was er noch machen möchte, wo er dann auch mit vielen anderen immer so in Kontakt ist. Und er hat gestern Abend dann, als er heimgekommen ist, auch so das ein oder andere erzählt, wo er so gesagt hat, boah, ich bin so irgendwie geschafft. Und ich habe ihn dann mal so erzählen lassen und dann habe ich gesagt, sag mal, spür mal hinein, was dich gerade jetzt so energielos fühlen lässt. Ist das wirklich deins? Frag einfach mal. Da hat er so einen Moment überlegt und dann sagt er, nee, stimmt. Habe ich eigentlich nur so an Energien aufgenommen, ob ich es wollte oder nicht. So, und dann, du musst da keine Schoße draus machen, du musst da keinen Akt draus machen, du kannst wegschicken. Einfach dich fragen, ist es meins? Nee, und du wirst zu 99,5% die Antwort kriegen, nein, ist nicht meins. Und dann einfach weg, return to sender, return zum Absender, zurück zum Absender. Einfach sagen, tschüss, weg, hat nichts mit mir zu tun. Ich hier komme ganz bei mir an, ich mache mein eigenes Ding. Denn schau mal, allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und stell dir mal vor, wir könnten jetzt auf Fingerschnipp, aber das fängt bei jedem Einzelnen von uns auch an, die Aufmerksamkeit auf unsere großartigen Ziele richten. Jeder von uns, du, ich, jeder von uns würde jetzt ab sofort die Aufmerksamkeit auf das großartige Leben richten, das wir eigentlich uns erschaffen wollten, das wir eigentlich leben wollten. Hätte da draußen irgendjemand eine Chance, irgendwas in der Richtung, was gerade läuft, anzustellen? Wenn die ganzen Menschen jetzt in der Richtung unterwegs wären, das ist das, was ich mir so sehr wünsche, warum ich auch das hier mache. Weil wir so sehr wie, ich habe manchmal so das Bild vor Augen, wie so Marionetten in der Gegend rumlaufen und uns gar nicht unsere Einzigartigkeit, unserer Größe bewusst sind, sondern wie Marionetten laufen mal wie hypnotisiert in der Gegend rum und das Leben läuft an uns vorbei. Mensch, dazu bist du doch nicht hierher gekommen. Niemand von uns. Niemand, doch auch du nicht. Okay, bitte, wachrüttel. Wachrüttel. Ah. Gut, das wollte ich mal mit dir teilen. Und wir sind ja jetzt nur noch eine Woche hier in Deutschland. Nächste Woche geht's nach Bali. Julia, Thorsten, wir sehen uns. ja, genau. Es gibt noch was Neues. Es gibt einen kleinen Online-Kurs, kostenfrei. 5 Schritte, um deinen Seelenplan zu entdecken. Und wenn du jetzt wirklich mal erkannt hast mit den Dingen, wo ich dich wachrütteln wollte hier,
Okay, ich nutze die Chance. Ich habe noch ein paar Erstgespräche, kostenfreie Erstgespräche im Online-Kalender und diese Änderung gibt es. Ich habe heute Morgen noch einen Online-Kurs, einen kleinen, fertiggestellt, damit du da auch eine optimale Vorbereitung hast, um zu mir oder zu jemandem aus meinem Team ins Erstgespräch zu kommen, wo wir dann einfach mal genau hinschauen, wo du jetzt gerade stehst und wo du hin möchtest, welche Möglichkeiten wir da haben, dich da individuell zu begleiten, sei es in, je nachdem, wo du stehst, in einem Zeitraum von 4 Wochen, von 6 Monaten oder auch von 12 Monaten. Du bekommst dann, wenn du dir einen Termin ausgesucht hast, automatisch zu deiner Vorbereitung den Zugang zu diesem Online-Kurs, den du dir dann anschaust und dann sprechen wir oder jemand aus meinem Team mit dir und schauen da genau, wie wir dich begleiten können. Ja? Deshalb, meine Liebe, wenn du jetzt wirklich raus aus dieser Hysterie willst, aus dieser Schockstarre und du wirklich in dich hineinspürst und sagst, ja, stimmt, das alles, was ich gerade so an Gedankengut in mir habe, was es da alles in mir denkt, es ist nicht wirklich meins, ich habe es übernommen, unbewusst. Weg zurück. Ich fange jetzt an, mein Ding zu erschaffen. Ich fange jetzt an, mir meine Welt so zu erschaffen, so wie sie mir gefällt, damit ich künftig mich erst gar nicht mehr anstecken lasse von dem ganzen Kram, wenn mal wieder so irgendwelche Mächte auf die Idee kommen, solche Dinge hier auszulösen, wie auch immer dann das Kind heißt, damit ich da einfach an einem anderen Punkt bin als jetzt und mich erst gar nicht mehr damit auseinandersetze, sondern für mich mit meiner Familie, mit meinem Partner wirklich in meiner eigenen Welt lebe und meinen Beitrag daraus sende und dann auch meinen Beitrag daraus senden kann. Meine Botschaft, das, was dich ausmacht, deine Botschaft, die du in dir trägst. Ja? Dann lass uns reden. Ich poste dir gleich den Link hier rein und ja, schau mal, wann ein Termin frei ist, der zu dir passt. Und dann sprechen wir die Wochen. Okay? Bis dahin. Ciao, ciao.